Also in diesem Gebüsch hier, wie man sieht, nah am Weg, hier sollen 11 junge Männer sich nacheinander über die junge Frau, über das Mädchen hergemacht haben, über dieses 15-jährige Mädchen. Das war so gegen 23 Uhr in der Nacht vom 19. auf den 20. September. Der erste der Täter soll das Mädchen, das gerade von einer Geburtstagsfeier kam, hier reingelockt haben und sie dann als erster vergewaltigt haben. Danach haben die 11 Jungs nacheinander über einen Zeitraum von 2,5 Stunden dieses Mädchen immer wieder vergewaltigt. Einer hat das Geschehen auch gefilmt. Die Polizei hat über ein Jahr lang ermittelt, hat hunderte Zeugen befragt oder mehr als 100 Zeugen, hat hier im Gebüsch auf dem Boden ringsum zahlreiche Spuren gesichert. Es gab Hausdurchsuchungen, es wurden Handys beschlagnahmt, es wurden Nachrichten ausgewertet. Und so kam man eben auf diese 11 Verdächtigen. Das ist der Hamburger Stadtpark. Ich kenne ihn auch ganz gut. Es ist sehr öffentlich. Dort gehen Tag und Nacht wirklich Menschen entlang. Warum hat das niemand mitbekommen? Warum niemand das mitbekommen hat und warum niemand eingegriffen ist, das wissen wir nicht genau. Ich war allerdings selber hier im Stadtpark. Ich war selber auf der Festwiese hier hinter mir. Im letzten Sommer habe ich hier berichtet, als es die Randale gab zwischen Polizei und Jugendlichen, als es die Flaschenwürfe gab, als es die Böllerwürfe gab. Und ich habe mitbekommen, was das für ein Volk ist, was sich hier trifft. Also das waren Jugendliche, nicht alle, aber schon sehr viele, die waren wirklich auf Randale aus. Die wollten nicht nur was erleben, sondern die wollten Stress haben mit der Polizei und die wollten einen Bereich, in dem keine Regeln gelten. Und ich nehme mal an, dass das auch zu einer Zeit passiert ist, wo sich hier eben solche Leute getummelt haben und vielleicht alle so besoffen waren oder so drauf, dass sie es nicht gemerkt haben oder sie haben es vielleicht noch unterstützt. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir so erklären. Was weißt du über die Tatverdächtigen, die ja jetzt alle wieder auf freiem Fuß sind? Ja, über die 11 jungen Männer ist soweit oder nach unseren Informationen sind die alle zwischen 17 und 21 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt waren alle unter 21. Sie arbeiten teilweise, also einige haben Jobs, sogar teilweise im karitativen Bereich, nach unseren Informationen. Und sie haben, 5 davon haben eine ausländische Staatsbürgerschaft, also ist ein Pole dabei, ein Libyer, ein Ägypter. Viel mehr wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Also ob sie sich vorher kannten, ob sie sich abgesprochen haben, das wissen wir noch nicht. Klar ist, 2 von ihnen sind Zwillinge, also Brüder, das wissen wir bislang. Weißt du, wie es dem Mädchen heute geht, ein Jahr nach dieser schrecklichen Tat? Wir wissen nicht, wie es dem Mädchen geht. Wir haben keinen Kontakt zu dem Mädchen. Wir werden auch nicht versuchen, Kontakt zu dem Mädchen aufzunehmen, weil es genug gelitten hat. Was wir jetzt wissen zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass sie von Gynäkologen und Rechtsmedizinern untersucht wurde. Es wurden auch an ihr 9 verschiedene DNA-Spuren gefunden, also 9 Spermaspuren. Man mag es kaum sagen, aber es ist leider so. Und man kann davon ausgehen, dass dieses Mädchen in therapeutischer Behandlung ist. Das ist ja in solchen Fällen immer so. Also wenn der Fall bei der Polizei, bei den Behörden bekannt ist, dann wird dieses Mädchen auch betreut.